Herzlich willkommen zum Literaturshorty der Buchhandlung Beusen und Mauke. Ich habe mich heute für einen richtigen, spannenden Schmöker entschieden. Ellen Sandberg, Die Schweigende. Eine Familiengeschichte, eine Zeitgeschichte. Imke hat sich kurzfristig entschlossen, doch noch zu ihrem Vater ins Krankenhaus zu gehen, ihm einen Besuch abzustatten, obwohl er eigentlich morgen nach Hause kommen soll. Sie kommt gerade noch rechtzeitig, um die letzten Worte ihres Vaters zu empfangen, der sie bittet: Such Peter. Imke kennt keinen Peter, aber sie beschließt, den letzten Willen ihres Vaters zu erfüllen und fängt an, nachzuforschen, nachzubohren, zu recherchieren und stellt relativ schnell fest, dass sie bei gewissen Leuten, vor allem bei ihrer Mutter, auf eine Wand des Schweigens stößt. Ihre Mutter Karin ist sowieso eine sehr verschlossene Frau, die nicht viel Gefühl zeigt. Dafür war in der Familie immer der Vater zuständig. Ellen Sandberg lässt ihre Geschichte auf zwei Zeitebenen spielen. Einmal 2019, also in der Jetztzeit, und einmal 1956. 1956 wächst Karin mit ihrer Mutter, mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrem Bruder auf. Sie leben in einem Mehrfamilienhaus unter den argwöhnischen Augen der Nachbarn, die auch immer wieder, wenn ihnen irgendwas nicht passt, die Polizei rufen. Und irgendwann einmal ist es so schlimm, dass der Mutter wirklich das Sorgerecht entzogen wird und Karin zusammen mit ihrem Bruder in ein katholisches Kindererziehungsheim kommt. Und was Ellen Sandberg da recherchiert hat, was sie da beschreibt, die Zustände zu der damaligen Zeit in diesen Heimen, das lässt einen nicht kalt. Sie verpackt es in eine spannende Geschichte. Man liest dieses Buch mit roten Ohren, man folgt Karin, man folgt ihrer Familie und will wirklich eigentlich einfach nur wissen, wie geht es aus? Was ist der Grund? Was ist der Grund für alles? Meine heutige Empfehlung: Ellen Sandberg, Die Schweigende.